Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Worte-Kanal. Ich bin über meinen Bilder mit dabei ist Krebs. Hi. Ja, und wir machen jetzt einen Wargefight, weil sich jemand gewünscht hat. Blue MX versus ein echtes PV3. Ich meine, wenn man die 1.12 Version hat, dann kann man es ja auch mal ausnutzen. Ich wäre dann bereit, Krebs. So, ich hoffe jetzt, dass ich die Tiefenstichs jagen, weil die sind ja etwas speziell. Ja. Ich habe auch schon eine ganz nette Taktik und ich glaube, die könnte echt was werden. Ist hier auf? Nein, hier ist nicht auf. Verdammt, verdammt, verdammt. Denkst du an deine MGs? Ja, fuck. Ja, geil. Erstmal schön 4 Sekunden zu spät angemacht. Ja, wäre schlimm, wenn ich MGs hätte, aber so. Und tschüss. Nach hat sich bei mir nichts gejagt. Probiere auch nicht die MGs zu jagen, weil ich glaube, die müssen vorne runterkommen. Internet. Und ich hoffe, dass es einigermaßen schön splash. Lixfell? Oder sind die MGs leer? Ich glaube, die MGs sind leer. Gut, dachte schon. Aber die 1.12 leckt wesentlich weniger als. Also der 1.12 Fight Server leckt wesentlich weniger als der 1.12 Fight Server. Ja. So. Also. Ach, da war die Brücke, ich bin ein Genie. Du müsstest jetzt aber wenigstens ein klaffendes Loch in deiner Brücke haben. Ja, könnte sein. Irgendwie, irgendwie fühlt sich in der 1.15 ein bisschen anders an mit dem Laden. Ich weiß nicht wieso. Weil es leckt oder was? Ne, es fühlt sich halt einfach anders an als in der 1.12. Okay, da hat sich TNT anscheinend reingeglitscht. Danke Minecraft für deine überragende Kompetenz. Das klang jetzt irgendwie auch nicht so geil. Ich vermute mal, da ist ein Mörser gerade was eingeschlagen. Das klang nach einer Lupf oder Arti. Also, ich habe gerade mit was Stechendem geschossen, also. Achso, das hat sich bei mir gerade so gesplasht angehört. So viel Zündung hat das Ding aber nicht. Und vor allem, es hat nicht mal gefailt, also. Ja. Geil. GG, da habe ich wohl getroffen. Na, ich musste Brat mich gerade per MSG angeschrieben. Ich wollte ihn gerade antworten. Aha. Und ja, die sind am Artschild hängen geblieben. Habe ich mir doch gedacht. Die kamen halt nicht mal komplett runter. Ich habe eigentlich erwartet, dass die mir vorne die Lups wegreißen. Na, dafür ist der Fallschacht zu weit vorne. Beziehungsweise. Ja. Dafür sind die Lups zu weit hinten, je nachdem wie du siehst. Ja, stimmt ja, die waren ja hier ein Stück weiter. Na, wenn die noch. Hätte ihr noch einen Schuss mehr. Naja, ja. Kommt doch an, wie es fällt. Gewesen. Ja. Und aber du hast mir tatsächlich. Oder nee, die Art jetzt überlebt. Naja, ich glaube, wir hängen nochmal einen Fight dran, weil der war jetzt ein bisschen kurz. Also dann, bis gleich. So, da sind wir wieder zum zweiten Fight und Krebs hat sich jetzt noch wen eingeladen und ja, Diesmal vergesse ich meine MGs nicht. Das wäre eine sehr gute Idee. Und ich hasse die Dinge.
Also ich weiß nicht, warum der 1.12er Fight Server weniger leckt als der 1.15er Fight Server, aber das könnte Lix ja gerne mal fixen, weil im Fight brauchst du halt jeden FPS, den du kriegen kannst. Okay, dieses Mal kamen die MGs besser durch als gerade eben. Zwar auch nur vorne, aber sie kamen besser durch. Ihr müsst euch jetzt aber auch mal ein bisschen mit Grippchen beeilen. Ich muss den Müll halt heute auch noch raushauen. Ich denke mal, das wird aber auch ein relativ kurzes Video. Wahrscheinlich so circa 10 Minuten lang. Vergiss nicht dreimal Werbung. Und sowas von. Bei den enormen Mengen an Werbung, die wir schalten können. Hab ich jetzt hier die Wasserquellen zugebaut? Nein, Gott. Ach, schade. Hätte ja sein können. Na denn, es ist eine One-Way-Mörser. Ja. Wieso backt das TNT weg? Kann mir das einer erklären? Weil deine Verbindung zum Server scheiße ist. Oh, scheiße! Verreck. Nein! So schlimm ist es nicht, es ist halt einfach nur ein Loch oben drin und das sieht nicht gut aus. Könnt ihr bitte einfach eure Mörser vor Stich entpacken? Also ist jetzt so gut Glück, ob es funktioniert. Und auf was basiert dein Glück? Okay, es hat funktioniert. Ja, die Sache ist halt, es war ein Loch oben im Loopschlichtlauf und ich hatte Angst, dass es dagegen knallt und dann nach oben abprallt und ja. Ich weiß gar nicht, fällt der Mörser eigentlich oder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Server? Wenn nicht fällt, ist halt unlucky, ne? Was? Okay, hier buggt gerade Minecraft mal wieder richtig schön rum. So gehört sich das für dieses Spiel. So, das ist jetzt hier quasi auch der letzte Schuss, weil ich müsste jetzt eigentlich mal unten angekommen sein. Oder du schießt seit 5 Minuten durch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall, weil ich kann auch nicht rausgucken, weil das Ding hat einen Secret Shot. Oh, Alter, war das knapp, du hast gerade genau neben mir reingestochen. Dann ist ja alles gut. Die Mörser hat sich nicht gejagt. Ist sie kaputt? Ja, aber die hat sich nicht gejagt. Ja. Ich kann eigentlich. Wieso hat der mittlere. Was? Warum hat das gefailt? Kannst du mir. Bitte sag nicht, ich hab. Hab ich das vergessen? Wäre jetzt irgendwie ein bisschen peinlich. Ich habe so das Gefühl, ich habe bei einer Lupfstich vergessen, den Lupfstich-Modus zu aktivieren oder ich habe generell komplett vom Platin zu verladen. LS-Modus ist an, aber es ist kein LS gegenüber. Ich will mal behaupten, ich schieße einfach nochmal. Denn es sind wohl die Illuminaten im Spiel. Ja gut, oder Alex hat einfach gesagt, nein, den Schuss möchte ich jetzt nicht haben. Das sieht hier eher medium geil aus. Das sieht schon mal besser aus. Ich weiß nicht. Hm.
Könnt ihr euch ein bisschen mit Verrecken beeilen? Warte, ich muss mich kurz, muss ich mal kurz intervenieren. Oh, fuck. Da klebt wohl auch ein Stich drinne. Eigentlich können wir bloß drei Stiche austeilen, wenn du es so siehst. Ja, richtig. Genau wie der große Endgegner. Ja. Das beste Public aller Zeiten. Schreibt mal eure Meinungen zum großen Endgegner in die Kommentare. Scheiße, scheiße, scheiße. Autsch, da ist was hängen geblieben, das ist nicht gut. Also, ich glaube, man merkt, PV3 hätte gerade auch schon dran zu beißen. Hä? Warum zum Teufel? Geht die noch? Ich habe so das Gefühl, ich verreck hier gleich. Okay. Und das klappt, ist geil, wenn nicht, habe ich. Okay, Alter, das hat geklappt. Ich habe hier heute mehr Glück als der Stand. Warum? Habe ich schon wieder neben dir gestochen? Nee, aber ist die Arti hochgeflogen und ich bin nicht gestorben. Welche Arti? Die, auf der obersten Ebene, weil ich will jetzt dir nicht genau sagen, welcher ich bin. War es die linke? Du weißt taktisch Glück und so. Nein, war es nicht. Okay, schade, dann war ich nicht dafür verantwortlich. Kommst du, Bo? Gleich, ich hau noch den Stich raus und dann. Wo ist denn eigentlich Bra? Wüsste ich auch gerne. Jetzt kommt. So, jetzt gibt es ein klitzekleines Problemchen. Ich habe keinen Bowstand. Ich habe keinen, du hast ja. Ich komme nicht hin zu Bowstand, wenn du es so haben willst. Ja, geil, dass der Pfeil erstmal zurückbackt und dann auf einmal mit drin steht. Ja, das nennt man Internet, mein Lieber. Kenn ich irgendwoher? Ach, beziehungsweise kennst du nicht. Je nachdem, wie du siehst. Ja. Steht er da hinten einfach auf dem Dach, AFK? Wir sind Tech. Ja. Könntest du, wenn wir Tech sind, bitte die eine Art die hier entladen, bevor er dir noch komplett hochgeht? Kommt der ein Stück nach vorne vielleicht mal? Ja, kommt da, aber er leckt bei mir gerade ziemlich rum. Ja, keine Sorge. Komm, Mani, Go-Go-Power, Bowskill. Welcher? Der von der Achtung. Flack. Warum baut er eine Wand aus TNT? GG, also es war jetzt relativ knapp, aber haben wir gerade noch gerissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.